Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier im Podcast zu einer neuen Folge von Eastward. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, denn wie ihr seht, wir haben dankenswerterweise von den freundlichen Dorfbewohnern der Oberwelt in Whisway Bale eine Hütte zur Verfügung gestellt bekommen, die sich außerhalb des Dorfes befindet. Und zwar ist es eine alte Jägerhütte. Sam war total begeistert von dieser Hütte, weil sie einfach ein zauberhaftes Mädchen tief im Inneren ist. Und wir gehen jetzt mal raus, weil Uwe, das war jetzt sozusagen der erste Match, den wir aus der Oberwelt gesehen haben, die steht jetzt wohl vor der Hütte. Und ich wünsche euch mit der heutigen Folge viel, viel Spaß. So, let's go! Haha, John's crazy wicked when it comes to bashing hits. The forest here, it's different. It's best you don't go too far in. Okay, wieso? John! Come on, let's go to the plumping ranch. Oh, da haben wir ja tatsächlich auch noch eine Rechnung offen. Miller's always talking about how the ranch is short of hands. Perhaps you two are just the help he needs. Let's go, John, let's go! Gut, machen wir. Wie kommen wir da hin? Ah, before I forget, stop by the village on your way back, would you? I will cook you both something delicious for dinner. Ah, come on, John! Let's get it done quick so we can eat! Ja, aber bevor wir das tun, Ladies and Gentlemen, werden wir natürlich erst mal Runde speichern. Was? How strange. You must have gone through quite a lot. There are even more colors in your memories than before. Save your memories? Ja, mit allen Farben bitte. Komischer Automat, warum sieht er unsere, also warum sieht er die Farben? Juti, wir müssen da unten hin. Okay, 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 okay. Und jetzt ist auch das hier offen. Forest Entrance. Also ich denke ja, 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 guck mal, er hat die Bratpfanne. Also, unser erstes Dungeon ist jetzt endlich mal ein bisschen heller. Wir haben jetzt keine Tunnel mehr. Wir sind jetzt in einem Wald. To float farther, use more power. Ah, ja, ja. Hä? Aber... Ah. Ah. Okay, 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 okay. Also, schauen wir mal, was uns hier jetzt erwartet. So, we meet again, young Ants. Young Ants? Doesn't John look a little older than you? Well, you're a hell of a lot younger, my daughter. Anyway, you forked here to help? Oh, we sure are. John's a super special, awesome digger. Digger? What's that? What I need ya to do is simple. Corral those plimpics into their pen. The whole damn puzzle's been uppity ass and upstart lately. Damn near broke all away fences. All of my fences. The mongrels. Oh my god, was sind das für Schweine gewesen? May look sweet as soda pop. But make one of them mad and oh boy, you're in for one hell of a ride. Of a ride. Wow, der redet schon wieder sehr, sehr slängig. Das macht es für mich schon wieder unfassbar schwer, ihn zu verstehen. Also irgendwas werden wir tun müssen gleich. Und ich weiß auch nicht, ob es die Schweine töten sind oder einen Zaun reparieren. Oh mein Gott. Ich bin gerade... Das ist so eine Mischung aus Huhn und Schwein und das kann fliegen. Und es hat irgendwas hier unten, was aussieht wie Hoden. Aber hat die Hoden unterm Kinn? Was ist das? Guckt euch dieses fliegende Schwein an. Vor allen Dingen, es kann fliegen. Okay. Better you leave the little missy here with me. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Okay, wir können gerade... Was soll ich tun? Ja, das ist nochmal eine Aufgabenstellung für mich, bitte. Also, seems the plimmerance is sure on hands. We can find it... Okay, ja gut, hier steht nur... Hold your horses! Was soll ich tun? Those mongrels may look sweet as soda pop. But make one of them mad and, oh boy, you're in for one hell of a ride. Also wir dürfen sie nicht
verärgern. Also mein Rücken verärgert mich gerade zumindest. Better you leave the little busy here with me. Ach so, ich soll... Aber wie lasse ich sie denn hier? Ah ja, okay. Ich soll alleine losziehen. You can do it, John. Und ich soll ihn nicht verärgern, aber was genau soll ich denn tun? Die Schweine ja jetzt wohl kaum umbringen, oder? Vielleicht doch. Ich verklopp mal so ein Schwein. Keine Ahnung, was ich tun soll. Ist ja doof, wenn man ihn nicht versteht. Alles mache ich mit den Schweinen. Also sie werden größer, je mehr man sie schlägt. Aber ansonsten machen sie nichts. Ich glaube, das ist nicht richtig, was ich tue. Was genau soll ich denn tun? Ah, ich glaube, ich soll die Schweine zusammendingsen. Hier in das Gatter rein. Ah, ja, ja. Mit Gewalt. Oh mein Gott, ich fühle mich ja richtig böse. Und ich versuche sie erstmal zu töten. Wie böse bin ich denn? Ah, das sind seine komischen fliegenden Schweine mit Hühnerbeinen. Oh mein Gott, also wenn hier nicht eine Seuche ausgebrochen ist, weiß ich auch nicht. Die sind ja übelst mutiert. So, lauf, da hinten hin. Komm, rein da. Und die können hoffentlich auch nicht wieder raus, sonst werde ich sauer. Aber ich meine, ey, siehst du, wir sollen sie nicht verärgern. Weißt du, wir schlagen die mit einer Bratpfanne. Das ist ja schon eh grenzwertig. Erzähl mir nicht, dass sie da nicht sauer sind. Zumindest schwellen sie in ihrem Stall an. Los, schwill an, Schwein. Aber bei diesen Schweinen stelle ich lieber nichts in Frage. So, da haben wir noch zwei. Wer will zuerst? Ja, ja, okay. Das sieht aus, als ob sie flüchten wollen. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich dich schlage. Es tut mir einfach leid. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Mein Rücken tut weh. Vielleicht sollte ich auch mal mit einer Bratpfanne raufhauen. Vielleicht durfte ich dir auch nicht so fest schlagen. Ich weiß es nicht. Du bist, glaube ich, das Letzte. Komm mit, kleines Schwein. Komm mit. Dir passiert nichts, außer dass ich dich ein bisschen... Aue. Ach, was für ein schöner Tag auf der Farm mit fliegenden Hühnerschweinen. So. Das war's. Ich freue mich. One, two, three... Four, five. That's it. That's all of them. Well, I'll be not a bad job at all. You're a right old plumbing herder, you are. That will be it for today then, boy. Plim pigs are so much fun. They're just like those pot crabs at the Sunnyside Ranch. Pot crabs? Huh? Sounds tasty. They're so good. They're a pot crack ice speciality. Making my stomach rumble like a hell crazed bees, yar. Why don't we heat us on back to fill up our dumps? Uwe's probably got dinner cooked up for you already. Aber ist nicht heute, also ist jetzt der nächste Tag? Nee, oder? Ist immer noch der erste Tag, ne? Also ist noch nicht das Erntedankfest. Obtained Plindingrange Seal of Approval. Alles klar. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber gut. So, Quest updated. Uwe's already finished making dinner. Let's get back to Greenberg. Es tut mir leid, dass es heute bei der Aussprache so komplett fürs Popo-Loch ist. Aber der Typ redet echt sehr slängig. Da habe ich ultra Probleme. Könnte man theoretisch hier auch noch weiter runter? Ja, könnte man. Aha, 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 aha. Könnte man den auch kaputt machen? Weiß ich nicht. Also hier ist jetzt wieder was für Little Sammy. Ich gehe mal noch nicht runter, weil ich nicht weiß, ob wir dann wieder raufkommen. Wir wollen jetzt erst mal essen. Wir wollen mal essen. Und ich finde einfach geil, dass wir, weil wir jetzt an der Oberwelt sind, auch Tag-Nacht-Rhythmus haben. Das feiere ich unfassbar. Ich habe gerade überlegt, ob wir speichern, aber... Wollte der Typ nicht mit uns kommen? Hätte der sich uns anschließen müssen? Wir haben ja auch die Möglichkeit, dass sich Leute uns irgendwie anschließen können. Ich weiß, wir laufen jetzt erstmal alleine. Wir haben ja auch Hunger.
So. Hast du den Weg einmal verstanden? Ist natürlich jetzt sehr lauflastig. Vielleicht kriegen wir ja auch noch ein Boot oder so. Das wäre natürlich cool. Gucken wir mal. Greenberg. Aber wo wohnt die? Weiß jemand, wo die wohnt? Ich könnte mir auch Sachen kaufen. Oh, was sind das? Ah! Quickstock. Und was ist das? Bomb Upgrade und Bomb Expansion. Vielleicht auch was, was wir perspektivisch mal aufleveln. Oh, wobei? Aber was heißt denn ein Upgrade für Bombs? Bomb Expansion Pack allows you to carry more bombs. Das finde ich sehr gut. Machen wir da nochmal ein Upgrade und danach müssen wir erstmal ein bisschen Salz sammeln. Okidokidokidok. Oh, ich habe solche Rückenschmerzen. Ohne Witz, ne? Seit Tagen geht das jetzt schon. Ich hasse es. Aber wo müssen wir denn jetzt hin? Ah, du schon wieder. Oh, it's you guys. Looking for Jasper? He's over there. Okay, er hat Anschluss gefunden. Ach, das finde ich gut. Das finde ich gut. I wanted to ask him more about the bar, but then those hands dropped in. Tja, so ist das. Teilen. Wir bleiben ja noch ein, zwei Stunden. Hey Jasper. This town, is it real? I may just be falling in love with it. Ach, er hat sich die beiden Weiber geklärt. But you were quite the dynamic force at the ranch. But this Jasper fellow's not so bad either. Oh Gott. Was sagt Mutti auf dem Dach? Got much livelier with this young man around here. Two young men even. And of course, pretty little curly. Also, sie fühlen sich jünger durch, ach so, da. Ich sehe sie. Sie fühlen sich also jünger in der Begleitung von Männern. Es tut mir so leid, dass ich die ganze Zeit hier hebelig hin und her, aber ich weiß einfach nicht, wie ich sitzen soll. Dieser verkackte Scheißpunkt in diesem Rücken, ne? Oder wird's da? Es ist einfach das Schmerz des Todes. Ah, you're back. And tired at the wings of a bird, I'm sure. Dinner's already ready. Oh mein Gott. Dinner's already ready. Grandios. Come, let's eat. Essen, essen, essen. Essen ist Überleben. And that is when John raised the mighty key of destiny and plunged it into the barrels of that great piece of machinery. Laying bare the secret passage the evil mayor had kept hidden for many a century. Key of destiny, oh wow, what's that, huh? It sounds so cool. The key of destiny is none other than the great and holy rod John ripped from the back of the giant pot crab. I just came up with the name myself. Not bad, is it? But back to the story. You see what no one could have expected. No, what no one in their wildest dreams could have envisioned. What that... At that exact moment, the evil mayor would rear his ghastly head and corner us in that tunnel. Oh no! It was then that I knew what I had to do. With a great and mighty yell, I screamed, "Run, you two! I shall hold back this hideous fight!" Warte mal. Dichtet er jetzt ein bisschen was dazu? Hey, I don't remember this part. Ja, ich erinnere mich an diesen Part auch nicht. How long is he going to keep talking? And just when we got those two together for dinner, at this rate, Uwe's not even gonna get a word in with John. Emily! Go get that Jasper fella and bring him out here, would ya?
What? But why me? Get someone else to do it. You and him were getting along sure as syrup earlier. Fact, I heard you say more to him than you've said to your pop all year. Seriously, what do you expect, your odd fucky dirty stick in the mud? How could you and I have anything to talk about? You wanna say that again, young lady? Emily dear, this isn't about you, nor is it about your father. This is about Uwe. This is Uwe's big chance. Come now and be a dear, wouldn't you? Oh, I see what's going on. All I've got to do is get Jesper out here, right? Ja, hol dir Jesper raus. I will do it, but I'm doing it for Uwe, not for any of you. Immerhin hat sie eingewilligt. Ich bin ja gespannt. Jesper! Oh, Emily, you're just in time. Come, come sit. I was just relaying a tale of our great adventures underground. Come out for a sec, would you? I need you for something. But I haven't finished the story yet. Oh, Pearson Squad, just get out here. Oh, what's this? Why are you all waiting out here? Oh, we want you to tell us your story about Podcrack Isle. Heavens. You do? You? I'm falling in love. Now then, where would you like me to begin, huh? Oh yes, how about the part where I verbally accost the desperately evil major? Entschuldigung, da war meine Zunge schon wieder schneller als der Rest. Er weiß nicht, wo er beginnen soll. Alle wollen die Geschichte hören. Alle. Und spät in der Nacht gehen wir heim. Hold on a second. Would you like to come to my place? I mean, it's just that it can be quite dangerous on the mountain at night. So I thought letting Sam sleep at my place might be better. I'll take that as a yes. Anyway, follow me. My house is just to the north of the water. Also, sie sagt, draußen ist das zu gefährlich, was in diesem Wald auch immer vor sich geht. Und Little Sammy soll ja da schlafen. Ich weiß nicht, ob sie John damit meint, auch, oder nur kleine Sammy. Aber da oben haben wir noch ein Haus. Und hier haben wir einen schmerzenden Rücken. In mir. Here we are. Come in, come in. Aber beide? Oh, wie süß, er trägt sie Huckepack. Oh. She's fast asleep. Poor thing must have been so tuckered out. John, let me handle it. So sweet. She's going to grow up into an amazing woman someday. Let's just let her rest for now. Don't worry, I will take care of her. Und ich muss da raus? Weil ich ein gestandener Mann bin und das aushalte. Toll. Toll. What? What are you three doing? Okay, was ist da jetzt los? Wie drei? Ich dachte schon, ihre anderen Ichs. When did you three get here? We've been here the whole time, dear. Yep, since you put a little curly sweet little heat on the bed. Initiate the plan, girls. Plan? Initiieren wir den Plan. Welchen Plan? Welchen Plan? Just what are you three trying to do here? Your battle uniform, Uwe. You need your battle uniform. A battle uniform? You want me to wear this? Was this? You look absolutely stunning. Just like me when I was young. But it's so
inconvenient. Do I really have to wear this? Don't be naive. And don't be yourself either. Yes, you must be nothing but darling and sweet. Die wollen die verkuppeln, oder? Sehe ich das richtig? Also sie gesagt, guck mal, ist ein junger, charmanter Mann, den wir uns auch krallen würden, aber wir sind zu alt. Mach du das. Zieh den scharfen Fummel an, möglichst wenig. Raus in der Nacht, klär dir den. As helpless as a baby bird. A baby bird? Got you. No, you a naughty pig. Do you remember what I thought you, dear? Look, that boy stride in the eye, crap his shoulder. Then, ever so sweet, he say, oh my, it's ever so cold. Oh, I can take it, got shivers down my whole backside. Say it again, say it again. Oh my, it's ever so cold. Oh, diggity, you still got the stuff, sis. That boy's gonna fall overheels for you with moves like that. Enough! Run along now, over. You must let that boy get away. Ich weiß noch nicht so ganz, wie ich die Alten sprechen soll. Eigentlich ja irgendwie alt und auch irgendwie hoch und ich weiß nicht. John! Hat sie sich mal eben schick gemacht? Are you going back already? In einer romantischen Nacht. Es ist ja quasi seine erste Nacht unter Sternen und mit Glühwürmchen. Es ist eine warme, lauschige, warme Nacht. I suppose what I mean to say is, would you stay with me a while? Der hatte bestimmt auch noch nie Sex, oder? These lights, they're pretty bright, yes. I installed them myself just last month. I mean, no, I didn't do it myself, of course. I asked Bauman to install them for me. Der Typ kommt doch gleich wieder aus dem Wasser raus, oder? Do you think you would like to stay here, John, in the village? There's a little plot of land behind the barn. We could build a little boat there. Weißt du, die kennt sich, die hat das noch nicht mal beim ersten Date. Gleich könntest du dir vorstellen, bei mir gleich einzuziehen. Wir könnten auch gleich dahin das Land da mieten und was Neues bauen. Ich schätze ihn ja so ein, dass er gleich wegrennt, weil ihm das zu viel ist. Grow wheat in the field in the spring. Raise a chicken or two. Oh, did I say it wrong? Oh, my, is it ever cold? Was bitte? No good, huh? Was soll ich jetzt tun? Moment, hilf mir. Quest. Ist immer gut, wenn du beim Date nicht weißt. Ah, completed. Our first day, achso, ich dachte gerade our first date, aber. Our first day on the surface, we discover a village called Greenberg. The mayor here is super nice. We also met a kind-hearted lady named Uwe. Everyone has been so welcoming. Ah, der Schein trügt doch. Aber was machen wir jetzt? I'll watch after Sam, John. You don't have to worry. Heißt das jetzt, ich soll gehen? Okay, das war strange. Das weißt du selber, ne? Es war einfach strange. Geh jetzt nach Hause, geh ich in mein Bett. Ich gehe raus und es entflammt. Ist immer ein gutes Zeichen. Licht. Ich habe ja Angst, dass sie jetzt... Achso, ich bin gleich zu Hause. Ach, Gott sei Dank, abgekürzt. Er kann nicht schlafen. Pass auf, er kann nicht schlafen. Unruhige Nacht. Oder ein Traum. Und sie ist jetzt traurig?
A shorter night does not exist than of a fleet moonlight trust. Pray tell, what else, you lady? Ah! Und wenn er jetzt alle pennt und er macht hier Show. Ich feier ihn ja. Jesper! Krallt sie sich den. Yes, it is. I mean, no. I know not this individual of whom you speak. Then you are? Golden eyes like spotlights illuminating the crime in the darkness. Fresh blood, a vivid testament to the battle that had transpired. This none other than I, the Night Stalker. Yeah. I see. Is there anything you need, Mr. Night Stalker? Tabletten zum Beispiel, Therapie. You cannot hide your inner turmoil from me. Do not let these feelings of anguish pervade your life. Weißt du, wie creepy das sein muss, wenn du als leicht bekleidete Frau alleine am Rand eines Sees einem neuen Typen mit der seltsamen Maske mitten in der Nacht begegnest, der dich so anquatscht. Da kannst du aber nur schnell wegrennen. Da kannst du wirklich nur schnell wegrennen und zusehen, dass du die Tür vernagelst. Do not let these feelings of anguish pervade your life. Nay, then take the advice of this night-capped cavalier instead. You must never allow others to decide your fate for you. Should you ever disagree with a recommendation given to you, you must say so loud and clear. Er ist einfach eine Drama Queen. Drama Queen. Disagree? I think there may have been some sort of misunderstanding, Jesper. I mean, Mr. Night Stalker. Misunderstanding? Whatever do you mean? I mean, it's... I didn't disagree with anything. I see. Then you were simply embarrassed, were you? I like John a lot. You like him? I didn't get that sense at all. But I do have to thank you, Mr. Night Stalker. Thank me? Yes, for what you've just said. Thank you. Because you know what? I do need to take off my mask. There's no reason to be someone I'm not. Take off your mask? Yeah. Yes, I can see now that I was worrying far too much. You can certainly take care of yourself. Now then, I shall bid you adieu. Until we meet next, my dear. Also, unfreiwillig hat er sie inspiriert, tiefer in sich zu gehen und ihr klar werden zu lassen, was eigentlich war es ist, ne? Goodbye, Mr. Night Stalker. Night Stalker. Das passt irgendwie, also... Ja. Goodness gracious! I nearly had a heart attack! That over something else. For a moment I thought she'd see through my disguise. Pretty sure she saw through it from the start. I'll stay. That's not possible. You don't think so, do you, Emily? Anyway. Haven't you three had enough already? Ula. 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 Genau so. Uva. Ula. Wir nennen sie einfach Ula. Ula, Ursula, Uva. Whatever. Uva clearly liked the guy. Had enough? You say that's a thought. We don't have a moral obligation to watch over this village, young guns. I've said it once. I will say it again. You guys are nothing but a bunch of fugies. Watch your mouth! She does have a point, you know.
Perhaps we should leave the youngsters to deal with their own problems. I certainly did like having someone watching over my shoulder when I was young. Not you too. Let's just give it a rest. Yuva can certainly take care of herself. Very true. There isn't a man who wouldn't like Yuva on this green earth. I would say, though, Jasper, that wasn't half bad. Getting Yuva to finally say what's on her mind, I mean. It was all the work of the Night Stalker. There's isn't a person in all the world capable of resisting the Night Stalker's charm. Yeah. Er ist und bleibt einfach eine Drama Queen, aber ich liebe ihn. I love him. Da sitzt ein Vogel auf dem Dach. Jahan. Good morning in the morning and the morning in the morning. Yuva ist da. So ein bisschen Love Story gerade. Jan, something big happened. Oh, okay. Is there any way we can help Yuva? Was passiert? When it comes to knocking a few heads, Jan's basically a master. Would you be willing to go on the plimping rent, Jan? Miller came running out into the village this morning. Seems his poor plimmings have flown the coop. Bauman's already left to investigate, but I thought if there was anyone who could help him, it would be you, John. You really went to town on those plimbics yesterday. You don't think you scared them right off, do you? The plimbics are normally very docile. Something must have happened to spook them. Spook! You don't think it was a monster, do you? I can't be sure. We don't usually thread too far into the forest here. That's the mountain's god's territory. Guess you and me will have to put those piggies back in the pen, John. Let's get to the plumping ranch, quick! Wait! The forest, it can be incredibly dangerous. Take this, it's not much, but it should at least help out against any beast you run into there. Was haben wir jetzt bekommen? Salz? Essen? Ooh! Great, you got the Bang Bang Gun! You can find it in your weapons menu. Okay, was ist da im Wald, wenn sie uns eine Waffe gibt? What? Also, you haven't eaten breakfast yet, right? I made these sandwiches for you. You need to keep your strength up, you know? Das muss Liebe sein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Haben wir jetzt einfach noch einen Platz mehr bekommen? Haben wir den dauerhaft oder nur jetzt, weil sie es uns geschenkt hat? Obtained Fish Sandwich. Take it out in your backpack. Oh mein Gott, und sie macht uns Sandwiches. Das muss Liebe sein. Oh mein Gott. Ich bin ja richtig gespannt, was da los ist. Also, das werden wir uns angucken. Aber ihr wisst es, leider erst das nächste Mal, weil unsere Folgenzeit ist vorbei und ich habe Rückenschmerzen. Ich hoffe, ihr hattet ja trotzdem genauso viel Spaß, trotz der vielen Versprecher. Wie ich, hängt ein Fahrrad oben im Baum. Tatsache. Ich habe ein Fahrrad im Baum gefunden. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit am Start seid bei einer neuen Zauber. Und da ist die Kiste links. Folge Eastward, wenn wir Dinge erkunden, entdecken und ein wenig hier erforschen, was hier los ist. Also kommt sehr gerne wieder vorbei, genießt es und seid ein wenig dirty dabei.